Kultur und Bildung, Garanten für eine globale Zukunft? Im Gespräch der Generalsekretär des Goethe-Institutes, Johannes Ebert. Das Goethe-Institut gilt weltweit geradezu als Synonym für deutsche Kultur. Eine Institution, die traditionell auf zwei Säulen ruhte, Kulturvermittlung und Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache. Relativ neu ist das Feld Kultur und Entwicklung. Was genau ist darunter zu verstehen, Herr Ebert? Kultur und Entwicklung ist ein Feld, wo wir von der Kultur herkommend Transformationsprozesse in Ländern begleiten, die sich an der Schwelle zwischen Kulturpolitik und Entwicklung befinden. Also ich denke, das erfolgreichste Beispiel, weil wir da schon relativ lange dran arbeiten, sind unsere Kulturmanager-Fortbildungen. Wir haben da etwa vor vier Jahren begonnen in Afrika, das dann aber ausgeweitet nach Zentralasien, nach Osteuropa. Dort werden Kulturmanager, also Menschen, die an Museen arbeiten, in Galerien, in anderen freien und staatlichen Kultureinrichtungen in Berlin fortgebildet. Dann gehen sie an deutsche Institutionen in Praktika und dann entwickeln sie auf Basis dessen, was sie in dieser Zeit aufgenommen haben, neue Projekte für ihre Länder. Und die sind dann besonders nachhaltig und besonders gut verankert. Also das ist so ein Modell, das sich sehr, sehr bewährt hat. Nun ist das Goethe-Institut staatlich finanziert und arbeitet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Was hat denn der deutsche Steuerzahler von dieser Arbeit? Nun ja, die Aufgabe der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ist es ja nicht nur, Deutschland zu präsentieren, sondern Partner für Deutschland zu gewinnen und Deutschland und Frieden zu schaffen, Deutschland wirklich als Ansprechpartner in verschiedenen Bereichen des Lebens und der gesellschaftlichen Entwicklung zu positionieren. Und ich denke, dass man oft mehr Erfolg hat, wenn man zum Erfolg der Gastländer beiträgt über Kultur und Bildung, als wenn man nur kommt und seine eigene Kultur präsentiert. Und ich denke, dass das ein sehr effektives Werkzeug unserer Arbeit ist und damit, glaube ich, auch sehr nützlich ist für Deutschland. Das heißt, dass das Partnerland einfach eine engere Beziehung zu Deutschland entwickelt, weil es selbst mehr von diesem nicht Kulturexport, sondern von der Kulturweiterentwicklung hat. Genau, das ist es. Das ist das Richtige. Reiner Kulturexport funktioniert in einer globalisierten Welt aus meiner Sicht nicht mehr, sondern man muss eigentlich etwas Partnerschaftliches und Gemeinsames entwickeln. Das versucht das Goethe in so seit vielen Jahren mit seiner Arbeit. Ich denke, das ist heute so wichtig wie eh und je. Unbegrenzte finanzielle Mittel haben Sie natürlich auch nicht. Geht denn dieses Konzept Kulturentwicklung möglicherweise auf Kosten des Kulturexports oder der Angebote zum Spracherwerb? Also ganz sicher nicht auf Kosten der Angebote zum Spracherwerb, weil die sind zum Teil selbst finanziert durch die Nutzer. Und da haben wir sehr große Programme, die eigentlich auch in der internen Abwicklung jetzt nicht mit Kultur und Entwicklung verbunden sind. Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen umgesteuert, gerade was Entwicklungsländer betrifft, einfach aus der Erkenntnis, dass diese Arbeit für Deutschland und für die Gastländer mehr bringt als reiner Kulturexport. Und da hat man einfach die Mittel etwas anders platziert, sage ich mal. Ja? Aber man kann das nicht so sehen, dass man sagt, man nimmt vom einen was weg und tut es ins andere rein, sondern die beiden sind doch sehr verbunden, weil wir aus unserem Kerngeschäft kommen, aus Kultur und Bildung. Wir verlassen diesen Boden nicht, auch bei Kultur und Entwicklung. Und ich glaube, das ist doch dann schon sichergestellt, dass wir unseren deutschen Anteil auch deutlich machen können. Wie ist die Entwicklung bei den Sprachangeboten? Sie haben es gerade angedeutet, die laufen recht gut. Ja, wir haben im letzten Jahr so viel Menschen Deutsch studiert an unseren Kursen wie noch nie zuvor. Das waren 185.000 weltweit an unseren Kursen. Wir haben vor allem in Südwesteuropa, bedingt auch durch die Situation in Europa, die Situation, dass wir bis zu 30% Zuwächse haben in Spanien, in Italien. Menschen, die Deutsch als Zusatzqualifikation erwerben wollen, um auf dem europäischen Arbeitsmarkt mobil zu sein. Und das hat uns im letzten Jahr einen großen Aufschwung gebracht. Und ich denke insgesamt, dass in vielen Ländern Deutsch als Zusatzqualifikation zur englischen Sprache, zu einer Ingenieursausbildung, zu anderen Berufsausbildungen durchaus an Wert gewonnen hat in den letzten Jahren. Noch vor wenigen Jahren hieß es ja, auch Goethe muss sparen und da kann man doch die Institute in Europa, ich sag mal Athen, Rom, am ehesten schließen, die braucht man nicht mehr. Das heißt, das hat sich jetzt in der Krise
geändert? Also ich denke, dieser Fokus hat sich, das liegt auch auf der Hand, geändert. Ja? Ich glaube, es ist sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten in Europa präsent zu sein. Nicht nur mit Strukturen, sondern auch mit Programmen. Weil wenn wir im Moment in den Medien über Europa hören, ist es Eurokrise, Schuldenrettungsschirm und so weiter und so weiter. Wir dürfen dabei nicht vergessen, Europa ist ein kulturelles Projekt. Europa ist ein Projekt der gemeinsamen Werte. Und ich glaube, die Kulturinstitute haben die große Aufgabe, das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und deswegen ist Europa, glaube ich, im Moment doch wieder sehr im Fokus. In der Finanzkrise wird gerne immer wieder nach einer deutschen Führungsrolle gerufen. Wenn die Deutschen die Führungsrolle einnehmen, ist es dann auch wieder nicht richtig. Es ist ja auch schwierig vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Wie beurteilen Sie das als Kulturmanager? Wir haben vor einigen Monaten, als die Krise so wirklich ganz deutlich sichtbar wurde, ein Treffen aller europäischen Regionalleiter einberufen, um zu analysieren, wie ist das Deutschlandbild in Europa und welche Rolle soll Europa, allerdings von der Kultur herkommend und von der Bildung herkommend, in Deutschland spielen. Das Fazit ist, dass Deutschland eigentlich in den europäischen Ländern im Prinzip positiv gesehen wird. Dass durchaus erwartet wird, dass wir unseren Beitrag in Kultur und Bildung leisten. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Goethe-Institute gerade für Diskussionen um dieses Thema, aber auch für auch über Kulturveranstaltungen einen Beitrag zu Europa leisten müssen und dass dieser auch von unseren Gastgesellschaften erwartet und akzeptiert wird. Welches Bild von deutscher Kultur wollen Sie überhaupt im 21. Jahrhundert vermitteln? Früher war es, glaube ich, eindeutig klar, Hochkultur, Goethe, Schiller. Irgendwann hat man sich geöffnet, es kamen neue Formen der Kultur dazu, Popkultur, Streetart. Wie ist es heute? Ich denke, unser Grundprinzip, das wir seit vielen Jahren haben, hat sich nicht geändert. Wir arbeiten partnerschaftlich vor Ort. Deswegen ist es auch nach den Bedingungen, also nach den Wünschen oder nach den Bedürfnissen vor Ort. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unsere Institute vor Ort haben. Das Goethe-Institut in Athen wird jetzt 60 Jahre alt. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wie eng die Netzwerke sind, in die das Goethe-Institut dort eingebunden ist. Und aus diesen Netzwerken kommt dann auch irgendwie die Erkenntnis, welchen Beitrag soll Deutschland in diesem Land zu Kultur und Bildung leisten. Kultur ist immer auch Bildung. Kultur, Bildung, Medien, das ist das Thema des diesjährigen Global Media Forums der Deutschen Welle, bei dem das Goethe-Institut auch einer der Partner ist. Wie sehen Sie die Rolle der Medien in diesen drei? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, finde ich, weil Medien haben in diesem Dreieck Kultur, Bildung, Medien eine wirklich wichtige Bedeutung. Und das hat sich, glaube ich, noch verstärkt durch die verschiedenen Formate des Internets. Wir haben ja das in diesen ganzen Revolutionsbewegungen im arabischen Raum gesehen, welche Rolle das Internet spielt. Für uns ist Medien natürlich etwas für die Information, also ein Informationskanal. Es ist aber, und ich glaube, das ist auch neu und wird immer stärker, ein Kanal des echten Austausches. Die Medien, die neuen Medien, haben ja die Möglichkeit, dass die Nutzer ohne Mittler, ohne Hürden selbst aktiv werden können. Und ich glaube, das ist für den Kulturaustausch eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance, um sehr, sehr breit zu wirken. Und da sind ja sowohl Deutsche Welle als auch Goethe-Institut sehr aktiv in ihren Internetangeboten. Und das Dritte ist vielleicht, dass Internet auch neue Kunstformen hervorbringt, auch Video, die für uns dann wieder von der kulturellen Seite interessant sind. Aber ich glaube, dass dieser Austauschcharakter und dieses Schnelle und Direkte, was Medien heute leisten für Kultur und Bildung, glaube ich, ganz, ganz neue Möglichkeiten öffnet, wo wir auch mit neuen Formaten reagieren müssen. Insofern ist so ein Forum, glaube ich, ganz wichtig. Inwieweit haben Sie diese neuen Möglichkeiten beispielsweise im arabischen Raum genutzt? Sie selbst waren lange Zeit in Kairo, kennen sich sehr gut aus. Was für Projekte haben Sie da gemacht in letzter Zeit? Also wir haben schon zu meiner Zeit, ich war von 2002 bis 2007, das erste Jugendportal gegründet, weil wir die Jugend als sehr wichtige Zielgruppe eigentlich für uns gesehen haben. LILAC hieß das damals. LILAC wurde dann, als die arabische Revolution ausbrach in Ägypten, in Transit umgebaut. Es war ein Block, wo junge Menschen ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre
Erfahrungen in den Revolutionen direkt mitteilen konnten und wo auch reagiert wurde und wo lebhafte Diskussionen entstanden. Also das ist für uns ein wichtiges Thema. Und die Internetangebote des Goethe-Instituts versuchen immer, beide Positionen darzustellen. Also das heißt, die deutsche, die arabische oder die deutsche und die russische Position, sodass es auch für deutsche Nutzer, die etwas über junge Menschen in diesen Ländern erfahren wollen, glaube ich, ein interessantes Format ist. Sie haben den Transformationsprozess in der arabischen Welt also intensiv begleitet. Wenn Sie dann auf die aktuelle Entwicklung schauen, in Ägypten, von Syrien mal ganz zu schweigen, verlässt Sie da manchmal der Mut? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe lange in der arabischen Welt gelebt. Ich habe auch Islamwissenschaft studiert, habe mich also sehr lange mit der arabischen Welt beschäftigt. Und als die Revolution ausbrach, war ich sehr, sehr glücklich und auch emotional sehr bewegt. Weil das war ja überfällig, dass gegen diese autokratischen Regime in den arabischen Ländern die Stimme erhoben wird. Aber es war auch klar, dass die Anfangshoffnung sich nicht erfüllen wird, weil nicht schnell erfüllen wird, weil die Strukturen in der arabischen Welt mit sehr hoher Jugendarbeitslosigkeit, mit sehr wenig Erfahrung in Demokratie, glaube ich, sehr viel Zeit brauchen, um diese Entwicklungen zu bewältigen. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass das geschafft wird. Und ich denke, dass wir auch als deutsche Institution, als europäische Institution, auch die Deutsche Welle und das Goethe-Institut, aber auch andere wirklich etwas beitragen können und dass Gruppen, die Erneuerung bringen in diesen Ländern, uns auch wirklich konkret anfragen, sie zu unterstützen. Und das halte ich für sehr wichtig. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.